Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir ja mehr erkundet als alles andere, damit wir schon mal alle Bereiche frei haben für kommende Questen. Und heute wollten wir zu Glibberlands. Da müssen wir den Orks weiterhelfen. Ich habe übrigens mal nach der letzten Folge hier mal die Quarters und die Baracken so ein bisschen mal ausgemistet. Also so unnütze Charaktere, die jetzt hier richtig niedrige Werte haben, rausgeschmissen. Und auch bei den Quarters habe ich jetzt mal nur so 5 Goblins übrig gelassen, die entweder gute Fähigkeiten haben oder zumindest gute Werte, weil andere bringen halt hier bei den Warrens nichts, hier Babys zu machen, wenn die Werte scheiße sind. Klingt fies, ist aber die reine Wahrheit. Ich glaube, beim letzten Mal war es schon beim Händler, ne? Ich will nur sicher jetzt aber nochmal nachgucken, ja. Ich hatte da noch Items gekauft. So, wie gesagt, wir wollen zu den Glibberlands mit unseren 4 Kameraden hier. Ich will nur eine Sache ändern. So. Ich habe nämlich hier auch bei den Fähigkeiten was verändert. Also, er hat jetzt wieder die Harpune dabei und sie haben wieder Wacky dabei. Und ich habe das jetzt extra so, dass ein Raider nach den Hunter direkt nach dann dran kommt. Damit sie recht schnell mit Wacky reinkloppen können. Und jetzt geht's hier in die Hinterländer zu Glibberlands. Und wir scheinen hier zumindest keine Tiere als Gegner zu haben. Okay, eine Pitchfork, also eine Mistgabel. Die hat gut Power. Und nach der Folge habe ich übrigens auch vor, Oskar mal wieder ein bisschen Material zusammenzusammeln, damit wir mal die ganzen Orte verbessern können in der Höhle, weil, ja, wir kriegen sonst den ein oder anderen Boss echt schlecht down. So, was ist denn unser tägliches Blessling? Ach, wieder Leech. So, oben haben wir einen Goblin zum Mitnehmen. Wir können, gehen aber unten lang, weil hier kann man Holz sammeln und Holz brauchen wir unglaublich viel. Was haben wir denn da? Na, ich greife mir den selten an. Damage gegen Small. Wenn ich gesehen habe, läuft hier eigentlich so gut wie gar nichts Kleines rum. Nur diese Halblinge sind eventuell als Small einzusehen. Oder dieses Geisterding. Hier würde ich tatsächlich unten lang gehen, weil ich will schon einen Goblin mitnehmen. Außerdem kriegen wir gleich den Guru. Na schade, der hat sich instant umgedreht. So, zuallererst im Prayer schon mal. Dafür habe ich ihn extra vorne stehen. Damit er erstmal den Prayer macht. Und ihm habe ich auch mal unter Schutz stehen. So, mit der Harpune ziehe ich ihn mal nach vorn. So, Wacky, bitte. Den Necromancer können wir als letztes verprügeln. Aber jetzt steht er gerade vorne. Jetzt können wir ihn mit Wacky hinrichten. Das ist eine richtig gute Kombination. Mit der Harpune nach vorne ziehen und dann instant hinrichten. Er ist Stagger, das bringt leider Gottes nur auch denen hier was. Und die Zombies loszuwerden ist wichtiger. Mach die beiden da mal langsamer. Ich mach den einen langsamer, meine ich. Entschuldigung, ich wollte den anderen natürlich nicht zu langsamer machen. Ja, den ich wirklich intercepten wollen würde, der steht leider gerade hinten. Den kann ich hinrichten.
der nicht bluten kann, war klar. Schade, ich hatte auf Weaken gehofft. Heebie-jeebies! Jetzt haben sie alle Kaffee-Intos. Außer dem Verteidiger, dem wurde das Instant rausgeprügelt. Der Bloodtrap bringt nichts mehr, lieber die Trap. Die macht wenigstens Damage. Armor up! Ihn sollte das hinrichten. Nee, gerade so nicht, natürlich. Ich habe da übrigens, ich habe jetzt erst den Part geschnitten mal. Ich habe mitbekommen, die Heilung war gegen die Skelettprinzessin eigentlich doch sehr effektiv. Ich habe nur was falsch gesehen. Ich habe genau den getroffen, den ich treffen wollte mit dem Doppelschuss. So, Wacky auf dich, in der Hoffnung, dass die Falle losgeht. Das Skelett ist mir nicht so weiter wichtig, dass ich das mit der Falle treffe. Ja, danke. So. Können den hier hinrichten. Es ist nur noch der Zombie. Ich zeig dir den Stinkefinger. So, er hat als einziges Schaden. Passt so. Der ist jetzt eh RIP. Ja, so kann ich es noch mal ein bisschen beschleunigen. RIP, ja. Hat er nichts getroppt? Mein. Sollen wenigstens was droppen. So, kriegen wir hier wieder meinen neuen Trade. Da war eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Irgendwie aktualisiert sich das hier auch nicht, ne? Ruthless. Und Flabby habe ich schon. Ferocious? Ferocious habe ich nicht. Ich kann ihn mitnehmen. Das Problem ist, dass seine Werte echt schlecht sind. Also diese Genliste, die aktualisiert sich irgendwie gar nicht. Oh, da war was vor ihm. Danke fürs Beschützen. So, immer den Healing Prayer mit ihm machen erstmal. Das ist das Wichtigste. Arm up. So, eine Blutfalle. Ich kratze ihn in der Wunde rum.
Ah, die Blutfalle hat aber irgendwie nichts gebracht. Weg mit deiner Abwehr. Aua. Ja, das ist ein schönes Geräusch. Oh, beide Raiders. Finger, die stink. So, jetzt Blood Rupture. Das wird wehtun. Ich guck mal, vielleicht kriege ich den Heal Prayer noch durch. Der stirbt eh an der Blutung. Nope. Ja, ich habe den Heal Prayer noch durchgekriegt. So, jetzt kann ich dich abmurksen. Modest victories lead to great accomplishments. So, einer von uns hat was noch abbekommen. Welche Fähigkeiten verbessern wir? Das gibt ja noch Resistance, Knockback. Ah, so macht die Harpune auch noch Schaden. Der Sacred Shield heilt noch zusätzlich. Dann lohnt er sich auf jeden Fall noch mehr. Und die Blutfalle könnte noch ein Zusatzbluten machen. Ich würde definitiv sagen, untenrum, wir nehmen da richtig viel zum Harvesten mit. Den Typen sah man echt schlecht. Erstmal den Prayer. Ich beschütze dich, mein Freund. Den Tief muss ich auf jeden Fall loswerden. Der konnte einfach random irgendwen angreifen. Achso, er kann sich aussuchen, so gesehen. Und ist damit der nervigste von denen. Du kriegst ein Messer. Zurück! Alle genockbackt. Genau, du willst ihn und nicht meinen Heiler. Wenn du ihn bevorzugst, ist es mir egal. Ihm hau ich mal die Rüstung schon mal runter. Soll er doch ruhig verteidigen, der hat auch keine Abwehr. Das hat gezwiebelt. Werdet schneller, Heebie-Jeebies! Er steht unter meinem Schutz. Das hat gezwiebelt.
Warte mal, Harpune. Komm her. Weg mit dir. Nee, nee, nee. Die hier will ich. Ach Mann, der blockt natürlich alles. Noch ist er gestunt. Das war guter Schaden. Sacred Shield auf ihn. Dich intercepte ich. Stinkende Finger in dein Gesicht. Okay, deswegen Intercept gelaufen. Dich mach ich mal weg. Jetzt wird hier niemand mehr verteidigt. Sacred Shield für dich. Aber die Heilung hält sich aber echt in Grenzen. Also den Sacred Shield abzugraden lohnt sich ja gar nicht. So, komm mal nach vorne. Die Harpune aufzubessern hat sich auch nicht gelohnt, weil der Schaden davon nicht hoch ist. Gut zu wissen. Messer! Hiwi bringt wenig. Nope. Er steht weiter unter meinem Schutz. Und das war auch richtig. Wie viel Schaden macht denn das Messer, dass es durch so einen extremen Block durchgeht? So, Blutfalle. Die Blutfalle abzugraden lohnt sich auf jeden Fall, weil in ja ein Doppelbluten möglich ist. So, Pick Rounds. Oh, die haben alle Bluten drauf. Wunderschön. Blood Rupture, weg mit dir. Der kommt nicht mehr dran. Tschüss, hier auch Nummer sicher. Die Blutfalle ist echt gut. Das zusammen mit Blood Rupture. Das Blutungsset, das ist echt immens gut. Die Heilung wird nicht mehr durchkommen. Aber ich habe hier mehr als genügend Highlight-Sims, also passt schon. Ich kriege ja sogar noch mal ein paar Bären hier. Ich bin für oben lang, allein schon wegen dem Camp. Dass wir uns da noch mal ein bisschen boosten können. Komm, dreh dich um. Zugriff. Zwei sind surprised.
Und die Arme ist oben. Jetzt wird reingeknüppelt. Ich fokus erstmal einen weg. So, euch kann ich langsam machen. Aua. Gut, dass ich gerade so viel auf Armor abgegangen bin. Ja, der ist RIP. Einen schon mal weggefokust. Bloodcrusher ist echt stark. Ich beschütze dich, mein Freund. Fand ich jetzt nicht so geil. Das hier schon eher. Guck dir meinen riesen Zinken an. Dieser riesen Zinken haut dir eine runter. Zumindest die Abwehr habe ich runtergeprügelt. Verteidige ruhig, wenn du keine Abwehr hast, juckt mich das nicht. Ich mach mal den Move hier. Sacred Shield auf sich selber. Dann ist er geschützt. Ich schreibe dir meinen Stinkefinger durchs Gesicht. Da darf der auch ruhig dazwischen rennen, ne? Nein! Oh, ein Crit. Ich hab gehört, du bist gleich RIP. Ich hab nicht mit einem Crit gerechnet. Aber er ist vollkommen in Ordnung. Zack. Der Thunder bringt nur bei dem ganz hinten was, ne? Heilung für alle. Heebie-jeebies bringt gerade recht wenig. Ich mach die langsam. So, und Peaks. Falle hat sich nicht aktiviert. Ich glaube, mit dem Messer kann ich das trotzdem irgendwie triggern. Komm! Danke! Lass ihn in Ruhe! Meine Güte, die reicht mir. So, jetzt ist nur noch der Krasse da. Hier kriegt die Blutfalle.
Die Armor ist oben. Und nur zur Sicherheit. Heebie-jeebies. Jetzt kratze ich in deiner Wunde rum. Oh ja, dreifaches Bluten. Ich glaube, ich kann die anderen beiden Sachen nicht machen. Doppelter Schuss. Ich werde dich jetzt vernichten. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Ein bisschen brutal ausgedrückt. So, heilen. Kommt noch mal irgendein Kampf? Wahrscheinlich nicht. Zumindest keinen, wo ich vorher noch mal heilen kann. Das heißt, ich kann ruhig dismanteln. Oh, ich kriege noch mal Berries. Das Ding hatten wir schon mal, das weiß ich. Raider. Blasted! Das Ding ist weg. Wir haben minimal Schaden bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ein Schaden so ungefähr. Einfach die ganze Zeit vorne stehen, eben kurz mit dem Bärenversorgung fertig. Die anderen beiden kriegen selten was ab. Ready for the taking. A place of tranquility and... So, mehr Combat Speed. Mit 2 HP nehme ich keine Heilung. So. Die kämpfen gegen Slimas. The Orks and Goblins arrive in the Gibberlands, only to find a veritable bedlam of disorder and mayhem. There are no undead or villagers. Instead, they are met by an infestation of slimes crawling throughout the village. Their bulging, grotesque bodies full of swiveling eyes. The orcs promptly brandish their clubs and begin to chase down the slimes with great abandon. The orcs find it unsettling that simple slimes would attack and become cause for the villagers to flee their homes. With so few in number against this plague, the old orc implores the goblins to rush to the remaining villagers and rally the unsuspecting to arms. Dann machen wir wohl jetzt Slimas kaputt. Das Ding hatten wir schon mal bekämpft. Und dann sind jetzt 4 von so über Viechern da. Die so ein bisschen rumglitschen. Mal lieber meine Arme hoch. Ich denke mal nicht, dass ich die bluten lassen kann. Ich schmeiß die Dunkfalle, weil die Schaden macht. Ah, doch, die können bluten. Ey! Wer hat dir das denn erlaubt? Ich muss den beschützen. Ugh.
Die konnten ja auch Gift auslösen, ne? Maki wäre gerade ganz gut. Auf den da, der hat Slow drauf und der hat die Falle. Komm, aktivier dich! Ja! Sehr schön. Erstmal einen wegfokussen. Gefällt nicht, wie viel Abwehr die haben. Die können bluten, also kriegt er von mir die Blutfalle mal. Boah, heebie-jeebies. Och nö, der hat mein Verteidiger die Arme runtergeprügelt. Na gut, was du kannst, kann ich auch. Schild mal auf sich selber richten. Oh, ich habe den einen gedoppelhittet. Und die Falle hat sich aktiviert. Ach stimmt, die können sich ja in kleinere Slimas aufteilen. Nee. Spiel, du hast dich jetzt nicht aufgehangen, ne? So, bin jetzt wieder hier. Ihn habe ich jetzt mal die Dunkfalle hingeworfen. Und der hier ging gerade durch. Ich fand es jetzt nicht so nett, dass das Spiel sich aufgehangen hatte. Bei dir mache ich Pick Bounce. Das Bluten soll noch ein bisschen länger halten. Und Rupture. Ja, du wirst dich jetzt eh aufteilen, ne? Ich sollte nicht dafür sorgen, dass zu viele Slimas da sind, sonst habe ich extreme Probleme. Okay. Der stirbt gleich so oder so am Bluten. Komm, bitte. Ah, jetzt hat der sich aufgeteilt. Nee, ne, die können sich wieder vereinigen. Also einen bin ich trotzdem losgeworden, aber... Ja, er darf sich momentan nicht am Kampf beteiligen. Der muss hinten bleiben, weil wenn er einen Hit kassiert, ist er tot. Mach Blood Rupture bei ihm. Na gut, der soll eigentlich so immobilisiert bleiben. Der nervt dann halt so lange nicht, ne? Besser der Verteidiger stirbt als er. Mit Blood Rupture mache ich mir trotzdem gut Schaden, ne? Nee. Kommen nicht durch die Abwehr durch. Du kriegst von mir einmal den Sacred Shield. Du bist mir zu low. Aber dass die sich halt auch wieder fusionieren können, ist echt gemein. Er braucht gerade die Heilung richtig dringend. Ich weiß, warum ich den Schild hatte.
Ah, endlich hat sich die Falle mal aktiviert. Auch wenn ich keinen Schaden mache, in die Blutung bleibt. Und die Blutung macht trotzdem Schaden, auch wenn er sich die Abwehr gibt. Ich muss ihn mit Blutung hinrichten. Der hat zu viel Abwehr. Die beiden langsam. Er geht ja nicht. Er steht einfach nur vorne und blockt. Der soll ruhig am Bluten sterben. Okay, er teilt sich wieder auf. Bei ihm machen wir eben kurz, dass die Wunden ein bisschen länger halten. Er hat sogar noch eine dritte Wunde drauf bekommen. Ich sehe ja keine andere Möglichkeit, den gelben Schleim loszuwerden. Der blockt mir hier zu viel. Warte mal. Jetzt gerade könnte ich ihn mit Blood Rupture eventuell hinrichten. Oder zumindest der Hinrichtung näher führen. Was hat der eigentlich für einen Effekt? Das kann ich ihn wahrscheinlich nicht wegmachen. Das ist physisch und keine magische Abwehr, ne? Okay, ihn sind wir los. Jetzt am besten auf ihn hier gehen, weil er Gift machen kann. Okay, ihn kritte ich weg. Wenn wir ihn los sind, das ist auch eine gute Sache. Der Dunkle, der kriegt jetzt von mir die Blutfalle. Ich glaube, er stirbt am Bluten. Den kann ich ignorieren. Obwohl, das habe ich gerade eben auch einmal getan. Und dann hat er einfach Fusion gemacht. Okay, wir sind die los. Das Gemeine ist, dass der Grüne halt sich aussuchen kann, wen er angreift. Nee, lieber den Prayer. Ich wollte erst Prüfe machen für das Gift, aber... Der Prayer ist wichtiger. Wenn der hinten nicht vorhat, sich aufzuteilen, dann kümmere ich mich doch lieber zuerst um den. Weil der ist schneller tot. Manchmal nimmt er das hier nicht richtig an. So, mit einem Doppelfall kann ich jetzt beiden gut Schaden machen. Oder ich mache den Frost. Okay, nur noch ein Schleim. Mit einem Schleim komme ich klar. Den kann ich auch einfach intercepten. Er hat sich aufgeteilt. Jetzt sind da schwächere Versionen, aber halt mehr Gift. Und die sind ja nach wie vor anfällig für Bluten. Warum auch immer ich einen Schleim zum Bluten kriegen kann, ne? Das hinterfragen wir mal nicht. Ich krit den weg. Komm, aktivier dich noch. Danke. Wenigstens etwas. Okay. Jetzt sehe ich Hoffnung. Ja, jetzt sind es diese zwei Minischleime, die können absolut nichts. Ich wollte den anderen eventuell Bluten geben, aber erstmal einen loswerden. Oh, und noch gekrittet.
Der nächste, der angreifen kann, hat's hinter sich. Ich gehe schon mal aus dem Bild. Die Schleime hatten auf jeden Fall was drauf. Käse? As they prepare to leave the village, the goblins notice a peculiar variety of litter along their path. The objects appear to be bits of cheese strewn about the ground. They carefully follow the trail of cheese out of the village and into the woods. Warte, ich will mir das da gönnen. So, den soll jetzt zumindest gut gehen. Wir haben auf jeden Fall gut was mitgenommen, ne? Wir haben keinen Goblin verloren. Aber ne, so viel von diesem Megaschleim war schon fies. Slimes are ravaging in the villages. Follow the trail of cheese and find out more about the slime epidemic. Ein Goblin-Bandit ist jetzt in unserem Campground. Bandits excels at banking orders. They are balanced and fighters with both utility and offense in their arsenal of skills. Wir haben die letzte Klasse. Ja, bist rekrutiert. Allein schon, weil du der Erste deiner Art bist. Warte, dann können wir doch bestimmt auch seine Galt bauen. Nee, noch haben wir nicht die Möglichkeit einer Galt für ihn. Was hat denn der für Fähigkeiten? Baracken? Da ist er ja. Ja, ich würde zumindest gern sehen. Ach, das ist gerade wieder buggy. So, ich habe das Spiel einmal geschlossen und wieder neu geöffnet. Jetzt kann ich mir die Fähigkeiten auch ansehen. Okay, er greift die ersten beiden vorne an und kriegt dadurch auch noch Fury drauf, also Wut. Ich kann auf irgendwen draufhauen und ihm auch noch Knockback geben, aber es macht echt wenig Schaden. Und er kann die gesamte Gruppe um 25% Angriff boosten. Und er kann egal wem auch noch Fury drauf gehen. Also er ist so ein kompletter, ja, ich hau drauf. Ich gehe mal davon aus, dass er mit Buddy arbeitet eigentlich. Ja, mit Buddy arbeitet der. Also ist das ein echt schlechter Bandit eigentlich sogar. Naja, die Guide zu ihm haben wir noch nicht. Hier ist ein guter Schild. Ganz ehrlich, ich kann er statt dem Stuhl haben. So, den Schild habe ich mir mal gegönnt. Den kriegt er gleich auch nach der Folge ausgerüstet. Ich gucke jetzt einmal eben kurz durch, ob ich irgendwas upgraden kann. Okay, Leute, ich habe jetzt hier komplett durchgesehen. Das Einzige, was ich aufbessern kann, ist Lader. Dann haben wir ein bisschen mehr Storage Slots hier drin, allgemein, und auch während wir unterwegs sind, haben wir einen Slot mehr. Ich sehe da nicht so einen großen Nutzen drin. Deswegen upgrade ich das gar nicht erst. Da spare ich lieber darauf, hier beispielsweise die Hunters hoch zu bessern, weil das bringt mir wesentlich mehr. Am liebsten hätte ich eigentlich sogar, dass der War Room geupgradet wird, weil dann bekämen wir zwei Blessings direkt zum Anfang. Wo müssen wir denn als nächstes überhaupt hin? Zu Bitter Glades. Guck mal, da ist es praktisch, dass ich das mit dem Erkunden schon gemacht habe. Weil ich hätte so Fair Narrows als auch Bramblewood sonst noch machen müssen. Und natürlich Bitter Glades hätte ich dann auch nochmal machen müssen. Also es ist echt gut, dass wir das schon mal im Vorfeld gemacht haben. Das war sehr weise von uns. Na gut. Hier soll es das jetzt aber für heute gewesen sein. War ein anstrengender Kampf. Aber wir haben es ja geschafft.
Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.